Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen zum neuen Video hier auf diesem Kanal. Und zwar regeln wir heute mal wieder auf dem hungrigen Hugo. Und zwar, das ist unser Business. Ich habe ewig schon nicht mehr auf den reagiert. Ich freue mich, habe meine Lachmuskeln ein bisschen entspannt. Abonniert gerne den Channel. Lasst euch um den Daumen nach oben da. Schaut auch gerne auf TikTok, weil jetzt unterstrich Tobi gesagt, wir stehen, glaube ich, jetzt Stand 5 Abonnenten vor den 10.500. Lasst da gerne Liebe da. Und auch hier gerne, falls ihr es noch nicht habt. Und wir starten direkt los. Originalvideo unten drin. Die Zähne sind... I'm under the water. Please help me. Die Zähne sind voll unecht. Immer hat sich da die Zähne machen lassen? Also das sieht mir schon ein bisschen fake aus. No front. Moin, moin, moin. Abfahrt. Sind die mit irgendeinem Wechsel da rein schmeißen, Mann? Was soll das immer, Mann? Entnein. Ja, das sind, da merkst du halt auch so ein bisschen die Unterschiede der Gamer. Das sind so die Classic Gamer von damals, die schon so circa über 30 sind. Warte mal kurz, Pause. Die schon über 30 sind, die Fans sowas noch viel mehr, weil es halt auch eher so diese WoW, League of Legends Leute anspricht. Ich meine, ich würde es glaube ich auch feiern, Elden Ring, aber spielt ihr es? Schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ich weiß nicht, also muss nicht sein. Bist du dumm oder was? Mock das mal, mock der Hu. Ist das ein ehrenloser Schlag, ich schwöre bei Gott. Es trifft einen immer, weil man immer instinktiv rollt. Bro, es ist. Oh! Hey, Buddy blockt! Spend die mit einer Meisterleistung. Soll ich das mal? Hey Jungs, was ich hatte ist ganz das? Eklige Wörter. Ein Fluss? Das einfach ja, aber das war doch, ist doch eigentlich easy. Ein Fluss. Eis? Ja, Elster? What? Ich hab's mal. Elster ist ein Vogel! Elster ist kein Vogel! Warte mal! Alster, oh mein Gott! Ich bin ja kein... Elster ist ein Vogel, du meinst die Elbe! Ich meine die... So ein Wichser. Verdammte Scheiße, Mann! Inside out, die nackten Frauen, die sind versaut. Hau ab und zu ein Schimpf vor Trausch, spritz ab auf. Gib's mir Doggy, gib's mir Doggy, gib's mir Doggy. Gib's mir Doggy, ja. Gib's mir Doggy. Die hat TikTok revolutioniert, Alter, die spinnt. Wie kann ich einen TikTok zeigen? Ah ja, warte. Oder was ist das denn, Alter? In meinem Rock sind Pop. Oder ich geh den. Warte. Ich hab keine Musik. Heute mit zwei unglaublich tollen Gästen zu meiner Linken. Jens, Knossi, Knossala. Halt. So, warte mal, Entschuldigung, Jungs. Wir machen alle süchtig, weil das ist unser Business. Oh, Moritz. Der gönnt sich gleich mal. Der gönnt sich der Brett 2 gleich. Was ist denn da los? Ist Orange Morange seine Frau? Oder wer ist das? Oder für heute Abend eine? Ich kenn mich weiß. Ist das denn? Ja, ist seine Freundin. Offene Beziehung. Ja. Duba? Nein. Blödsinn. Ja, also, schönen guten Tag. Mein Name ist Kilian Heinrich und ich würde gerne heute mit euch über meinen Portfolio reden. Ich habe da auf jeden Fall einige Investitionsmöglichkeiten entdeckt durch meine jahrelange Erfahrung im Investmentbereich und würde gerne meine Erfahrung heute mit euch teilen. Deswegen schreibt mich gerne auf Telegram an. Pause. Ja, guck mal an, jetzt. Nein, das gefällt mir nicht. So, jetzt Helligkeit haben wir hier endlich mal ein bisschen. Jetzt haben wir... Guten Tag, liebe Damenwelt.
Mein Name ist Kilian Heinrich, ich bin 25 Jahre alt, wiege leider 118 Kilo, komme aus Berlin-Pankow und bin auf der Suche nach der Liebe meines Lebens. Okay. Wenn du mindestens volljährig bist und auch auf der Suche nach der Liebe deines Lebens, dann melde dich doch gerne bei mir. Ich glaube, dass ich hier auf dieser Plattform genau das finde, wonach ich suche. Man glaubt mir das doch gar nicht, das Seriöse. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Schade, ich hab geglaubt, da kommt jetzt... Boah, der stinkt oder so. Das hätte ich gefeiert. Das hätte ich echt gefeiert. Gutes Schmetz gespielt. Und es war gerade mal 30% deines Könns. Du bist der Beste, danke. Du bist die Beste, Merle. Nein, nicht die. Also es gibt noch jemand Besseres. Ich würde ja gerne sagen... Alter, wer war das denn, Digga? Wer war das denn, Bruder? Ach, das ist seine Freundin. Umgebollert. Ach, das kannst du wieder keinem erzählen. Moment, oh. Da. Ach Gott. Die Musik. Die Musik knallt richtig. Lass mal tauschen. Ja, ich kann das. Ich hab dich vermisst. Ja, jetzt komm. Huch, das ging aber schnell. Halleluja. Ja, ich kann das. Ist gerade von einem alten, von einem Video von ihm da, oder? Soll ich sie siezen oder duzen? Ich bin immer noch sehr nervös. Kannst mich siezen, alles gut. Okay. Kannst mich siezen, alles gut. Du abgehobener... Guck mal, Marzipan, ich sag dir ganz ehrlich, ne? Du bist seit 17 Monaten hier Subscriber. Und du schreibst in den Chat, wenn es um Berliner und Krapfen geht, Marmeladendöner. Würdest du hier nicht das Brot auf den Teller bringen bei mir und mich monatlich unterstützt mit dem Subscriber, dann wäre hier jetzt also wirklich ganz dünnes Eis, Freund. Dünnes Eis. Dieser Rabauke hat letztens Songs bewertet. Du. Digga, wie kann man dem Song eine 4 von 10 geben, Digga, wenn man vorher im Jizzes eine 10 von 10 gegeben hat, Digga? Sag es mir. Wie kann man diesem Song eine 4 von 10 geben, Digga? Das ist einer der heftigsten Songs aller Zeiten. Da versteht er gar keinen Spaß. Weil er zusammen mit Tupac und Biggie ist. Ja, gut, die Zeiten. Eine 6, Bruder, er gibt dem eine 6,5. Muff, Digga, ganz ehrlich, Bruder. Das Internet ist nichts mehr für dich. Brennst du? Hast du zu doll am Lack geschnüffelt? Scheiß auf ihn, Digga. 10 von 10. Jesus. Hey, ich glaube, wir haben dann den Jesus-Fan. Muff, sag mir Bescheid. Das ist kein Problem, Bruder. Ich gebe dir die Nummer von Jesus und Bones, Bruder. Kannst du fragen, ob du mal Blasi Blasi. Okay, die Antwort hat alles gefickt. Abonniert gerne den Channel kostenlos, lasst doch gerne einen Daumen da, schaut euch gerne auf Instagram und war dann gerne auf TikTok vorbei. Vielen Dank fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal und ciao. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want.